Von draus vom Walde kommt er her. Genauer gesagt aus dem niederbayerischen Wald. Der bayerische Christbaum 2015 für das Maximilianeum. Eine Nordmann-Tanne. Gute 8 Meter hoch und deswegen gar nicht so leicht zu transportieren. So, jetzt noch das Runde in das Eckige, aufgestellt, ausgepackt und festlich geschmückt. Dann war's soweit. In guter Tradition wurde der Christbaum an die Landtagspräsidentin Barbara Stamm feierlich übergeben. Alle Jahre wieder ist Weihnachten. Und für uns ist immer ein kleiner Höhepunkt, den Weihnachtsbaum hier im Bayerischen Landtag abzugeben. Es ist ein Aufwand, aber für den Bayerischen Landtag strengen wir uns auch besonders an. Er kommt diesmal aus Niederbayern. Das ist ja besonders einfach. Wenn hier der Baum steht, noch dazu ein so wunderbarer, gewachsener Christbaum, dann wird es einem einfach ums Herz ganz anders. Da weiß man, man ist jetzt in der adventlichen Zeit. Man freut sich, dass jedes Jahr eine Familie uns dann auch einen wunderbaren Baum hier für den Bayerischen Landtag zur Verfügung stellt. Diese Tradition ist etwas Wunderbares. Und wenn man sich mal überlegt, 25 Jahre muss man diesen Baum beobachten, wie wächst er, man muss ihn hegen, man muss ihn pflegen. Und dann nach so einer langen Zeit wird er dann zum Geschenk hier im Bayerischen Landtag. Das ist keine Selbstverständlichkeit und deswegen sind wir da sehr, sehr dankbar dafür. Es weihnachtet sehr. Jetzt auch im Bayerischen Landtag.